Schönen Nachmittag, Ladies and Gentlemen. Nächster NBA-Spieltag, nächster Sonntag hier auf Ortspedia. Auch heute wieder ein vollgepackter Spieltag mit einigen Spielen. Das erste wird sein, die Brooklyn Nets gegen die Denver Nuggets. Bereits wie in den letzten Wochen eigentlich auch, die Brooklyn Nets mit einem Early Afternoon-Spiel in Amerika, was bei uns eigentlich Primetime-Basketball bedeutet. Schauen wir einmal kurz auf die Ergebnisse von der letzten Woche, was die Tipps angeht. War nicht ganz so erfolgreich. Um ehrlich zu sein, war es sogar katastrophal, wenn hier nicht zufälligerweise dann noch die Heat ganz knapp gewonnen hätten gegen die Nets, wäre es ein richtiges Desaster geworden. So irgendwas minus, weiß ich gar nicht mehr, minus 3 irgendwas. Macht insgesamt noch einen Einheitenplus von 1,16, 4% Yield und eine Trefferquote von 58%. Schauen wir mal, dass es heute wieder besser wird. Wer alle Tipps mitbekommen möchte, die ich persönlich spiele, auch mit meinen Einsätzen, darf sich mal melden, hier links eingeblendet. Auf Telegram haue ich die Tipps eigentlich raus. Name Chris Gastonion. Einfach einmal anschreiben, ich antworte natürlich und gegen ein kleines Anmelden bei einem unserer Partnerlinks kann man da zu schauen und vielleicht sich inspirieren lassen oder einfach freuen, wenn ich gewinne oder verliere, was auch immer und mit welchen Einsätzen ich so spiele. Kurzer Blick auf die Eastern Conference. Die Milwaukee Bucks mit 14 Siegen in Folge, denen zu Ehren heute einmal hier Fear the Deer. Erster im Osten mit einem ganz guten Vorsprung eigentlich auf die Boston Celtics, die jetzt nach einer kurzen Schwächeperiode 3 Siege in Folge geholt haben und wieder auf Rang 2 sind. Die Heat weiterhin mittlerweile fast keine Überraschung mehr, sondern anscheinend ist das der Leistungsniveau, eine grundsolide Mannschaft und Jimmy Butler mit vielen Jungen. Das passt eigentlich das Verhältnis von Veterans zu Rookies. Die Raptors haben jetzt einen sehr, sehr schwierigen Dezember. Trotzdem, aufgrund der Ausfälle von Lowry und dem Wegfall natürlich von Leonard, können sie mit Platz 4 mehr als zufrieden sein. 15 Siege bereits, nur 6 Niederlagen. Und wie gesagt, jetzt vom Schedule ein wirklich schwieriger Dezember. Da wird noch die ein oder andere Niederlage dazukommen. Die 76ers, Ben Simmons, gestern seinen zweiten Dreier in seiner NBA-Karriere verwandelt. Herzlichen Glückwunsch auf Rang 5 vor den Pacers und Brooklyn Nets, die immer noch weiterhin ohne Kyrie Irving spielen. Und ich denke, diese 7 Teams sind mehr oder weniger für die Playoffs jetzt schon gesetzt, denn von hinten wüsste ich nicht, wer da noch kommen sollte. Die Hornets besser als erwartet. Die Magic und Pistons dürften so Platz 8 ausmachen. Ist natürlich noch nicht mal ein Drittel der Saison vorbei, aber ich glaube, dass Bulls, Wizards, Cavaliers, die haben jetzt sogar noch zusätzlich Kevin Love auf die Trading ja, Verfügbarkeit gesetzt. Hawks, nix. Da wird nichts mehr kommen. New York mit der Entlassung von Coach Fizdale gestern oder vorgestern. Und trotzdem gab es dann eine Niederlage gegen die Pacers ohne Malcolm Brogdon. Im Westen nichts Neues. Weiterhin die Lakers auf 1. Doch die Mavericks mit dem zweitbesten Winning Streak nach den Bucks jetzt mittlerweile auf Rang 2 vorgeschnellt. 9 Siege, eine Niederlage. Haben heute Nacht auch ein Spiel. Genauso eben wie die Nuggets, die eigentlich nicht so gut spielen wie in der letzten Saison, Stand jetzt, aber trotzdem Dritter sind. Clippers, Rockets, Jazz, Timberwolves, Suns auf den weiteren Plätzen und ganz unten weiterhin die Golden State Warriors und die New Orleans Pelicans. Das Spiel war ja auch gestern ein Desaster für die gegen unsere Dallas Mavericks. Aber jetzt gucken wir mal auf die Spiele von heute. Das erste ist Brooklyn gegen Denver. Brooklyn Außenseiter mit einer ganz guten 2,3er-Quote. Die Nuggets haben aber auch eine interessante 1,7. Und wenn wir uns mal hier die letzten Spiele anschauen, es gab bereits in dieser Spielzeit ein Spiel, das gewann Denver 101 zu 93. Und bei den letzten 3 Spielen, 5 Spielen, haben die Nets 3 Siege geholt. Niederlage gegen Boston in Boston, überragendes Spiel von Kemba Walker und eine knappe Niederlage gegen die Heat. Während die Nuggets nach einem Blowout-Win bei den Knicks ganz schön unter die Räder gekommen sind, bei eben den Celtics und hier 100 zu 97 gegen Sacramento verloren haben. Das war ein wirklich wahnsinnig schlechtes Spiel, eigentlich von beiden Teams, aber noch viel mehr von den Nuggets.
Ich meine, das ging sogar in die Verlängerung und trotzdem nur so wenig Punkte. Auch gegen die Lakers hatten sie eigentlich nichts zu melden, 96 zu 105. Und bis auf Nikola Jokic kam da nicht viel. Das heißt, wenn ich von den Punkten ausgehe, Denver steht hier leider nicht, wie viele Punkte die kassieren müssten, aber eins der besten Teams in der Verteidigung sein. Und die Nets können trotz Irving und vor allem dank Dinwiddie doch ziemlich viel scoren. Over dementsprechend nicht interessant für mich persönlich. Die Line ist bei 210. Denver schafft es wie kein anderes Team oft den Gegner unter 100 Punkte zu halten. Und wenn das bei den Nets gelingen würde, dann könnte man anders spielen. Leichter gesagt als getan. Anders spiele ich aber sehr, sehr selten. Vor allem in der heutigen NBA, da fallen ja so oft derzeit 250, 260, 270 Punkte. Nicht interessant. Hingegen spannender finde ich, auf die Nuggets zu gehen. Also wir haben ja schon gesehen, die reine Siegquote, eine 1,7 kann man schon mal mitnehmen. Das würde reichen. Und wenn man jetzt hier auf Nuggets minus 2,5 geht, bekommt man noch eine 1,91. Ich denke, diese Wette werden wir einloggen, da ich einfach denke, dass die Nets ja, zum einen ein bisschen overachieven und zum anderen die Nuggets, wenn sie motiviert reinkommen, eigentlich genügend Antworten in der Defensive auf Dinwiddie, Harris und Co. haben sollten. Also Sieg Denver. Im zweiten Spiel sind zwei Teams dabei, die so ein bisschen verkehrte Rollen haben diese Saison. Zumindest vor der Saison hätte ich gesagt, dass Atlanta noch näher an die Playoffs kommt und Charlotte eigentlich kein Spiel gewinnt. Jetzt hat Charlotte schon 9 Spiele gewonnen, und Atlanta erst 5. Und 1 zu 10 in den letzten 10 Spielen auch. Hier, dieses ist das erste Duell der beiden Teams in der laufenden Saison. Atlanta ist gegen Brooklyn untergegangen, hat dann gegen schwache Warriors back-to-back gewonnen. 158 Punkte gegen Houston kassiert, das ist eigentlich, das ist ja Wahnsinn. Und davor relativ knapp in die Lage gegen Pacers als auch gegen die Bucks. Und auch die Hornets haben als letztes gegen die Nets gespielt, auch verloren. Was hier relativ interessant ist, die Hawks haben jetzt schon 2 Tage mehr sich ausruhen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit hat das Auswirkungen auf das Spiel? Ich wage es fast nicht, mich hier auf einen Tipp festzulegen. Vom Gefühl her, Over Under. Nee, 225 Punkte ist mir bei zwei so Teams wieder zu riskant, obwohl beide ja wirklich in der Defense nicht so viel entgegenzusetzen haben. Schauen wir mal. Mein Gefühl sagt eher, dass die Hornets das bessere Team sind, aber auf der anderen Seite, vielleicht tut diesen 2, 3 Tage Pause mehr den Hawks ganz gut. Und wenn man jetzt nämlich auf Atlanta, schauen wir mal nochmal, wo die sind. Atlanta plus 4, das wäre so eine 1,8. Finde ich jetzt nicht uninteressant. Momentan mein erster Tipp, den ich hier hätte. Das nächste Spiel, die Heat gegen die Bulls. Hier Miami haben wir gerade gesehen. Wirklich eine gute, sehr, sehr gute Saison sogar. Auch interessant, sie haben bisher noch kein Heimspiel verloren. Also die Jungs sind tatsächlich noch ohne Niederlage daheim, 9 Siege bereits und haben bereits am 23. November das erste Spiel in Chicago allerdings gehabt, das gewonnen. Von daher sollte man jetzt nicht davon ausgehen, dass Chicago irgendwie hier einen Turnaround schafft. Haben in den letzten 2 Minuten im letzten Heimspiel gegen Golden State keine Punkte mehr gemacht, deshalb auch verloren und davor gegen Memphis gewonnen, überraschender Sieg in Sacramento kann man schon sagen und wieder hier eine Niederlage gegen Golden State und so viel haben die auch noch nicht gewonnen. Also Heat, souveräner Sieg gegen Washington, Overtime-Sieg in Toronto, Jimmy Butler mit jeweils einem Triple-Double, also hier
geht man auf jeden Fall auf Miami. Die Handicaps habe ich jetzt zwar nicht angeklickt, finde ich aber persönlich nicht interessant genug, denn dafür ist mir Chicago auch zu gefährlich in der Offensive, dass die da nochmal am Ende rankommen können. Und eine minus 8 auf Chicago, Entschuldigung, eine minus 8 auf Miami, ungefähr eine 1,9, finde ich nicht so spannend. Da würde ich eher Ausschau halten, ob man dieses Spiel kombinieren kann. Zum Beispiel mit dem anderen Team, das, wenn ich mich nicht täusche, noch daheim ungeschlagen ist. Und das sind die Philadelphia 76ers. Die haben gestern gegen die Cavaliers gewonnen, ist 141 zu 94 Punkte. Das heißt also auch, konnten sie eigentlich ihre Leute ganz gut schonen. Joel Embiid hat gar nicht gespielt, sollte aber heute wieder auflaufen. Und das ist der große Punkt. Spielt er, nehmen wir hier den Sieg der 76ers mit. Wie gesagt, daheim noch ungeschlagen, Favorit sowieso, aber den Embiid brauchen sie bestimmt, um die Raptors zu schlagen. Die haben zwei Niederlagen in Folge daheim kassiert gegen Houston und Miami in der Overtime. Davor Toronto besiegt und genau, also von der Quote 1,67 reicht mir ehrlich gesagt auch schon. Trotzdem schauen wir uns mal die Handicaps an, ob es bei minus 2, minus 2,5 gibt es auch eine ganz gute Quote. Also minus 2,5 von 1,87, wenn der reine Sieg nicht reichen sollte. Sehr spannend und over. Ja, 210 Punkte, auf jeden Fall eine sehr niedrig gelegte Line. Also man kann ja den Buchmacher nicht irgendwie vorwerfen, dass die mal Fehler machen würden oder so. Aber wenn ich jetzt einfach nur die letzten fünf Spiele als Indiz dafür nehme, 76ers jeweils immer über 100 Punkte, teilweise sehr, sehr weit drüber. Die Raptors eigentlich auch deutlich immer über 100 Punkte. Also da merken wir uns mal vor. Für die Tipps gleich, dass wir das Over sehr wahrscheinlich mitnehmen. Wizards gegen die Clippers, unsere beiden deutschen Spieler, werden sehr wahrscheinlich nichts zu melden haben gegen LA. Die haben jetzt eine ordentliche Klatsche gegen Milwaukee bekommen und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich glaube, dass es jetzt den Bounceback geben wird gegen die Wizards, dass sie das nicht unterschätzen. Hier haben sie schon 150 zu 125 Punkte gemacht. 275 insgesamt. Deshalb schauen wir uns mal hier rein interessehalber das Over-Under an. Das ist auch schon wieder so verrückte 237 Punkte. Wahnsinn eigentlich. Wenn der eine eine Offenheit hat. Eigentlich, ich werde es auf keinen Fall machen, aber was man tun sollte, ist hier unter 222 Punkte geben. Ich meine, es ist immer noch wahnsinnig viele Punkte und es gibt eine 4,25. Schon verrückt. Also hier einfacher Sieg ist das Spannendste. Dallas gegen Sacramento. Hier habe ich schon mal vorhin geschaut. Also Dallas mit einer 1-3. Gestern mussten sie sich nicht wirklich anstrengen gegen New Orleans. Das war schon hohe Basketball-Teamkunst. Haben jetzt hier ein Asian Handicap von minus 7,5. Und normalerweise finde ich, dass Sacramento hier extrem Value hat. Die haben zwar nur eins der letzten fünf Spiele gewonnen, in dieser Saison haben sie noch gar nicht gespielt gegeneinander, aber es war knapp in San Antonio, das war nicht ja, allzu weit weg gegen Portland, gegen Chicago der Ausrutscher und gegen die 76ers kann man auch verlieren. Dallas hat seine Gegner eigentlich vernichtet von der Punkteanzahl. Auch der Sieg gegen die LA Lakers, der war nicht ohne. Also, hier würde ich normalerweise sagen, Sacramento plus 7 plus 8 hat mega viel Value. Das Problem bei den Dallas Mavericks ist derzeit, wenn die ihre zweite Garde oder sogar die zweieinhalbte, die dritte Garde spielen lassen, dann machen die auch immer noch ganz viele Punkte. Also man denke an diese ganzen Blowout-Wins mit 40, 50 Punkten gegen die Cavaliers, jetzt gegen die Pelicans, ich glaube nochmal gegen die Cavaliers und ja, bis auf gegen die Knicks haben sie eigentlich jedes Team dann, was unten steht, ordentlich vernichtet. Und das ist meine Sorge auch, dass die Barea-Garde, Boban Marjanovic gestern auch mit einem Double-Double, dass die dann hinten raus, falls es ein sicherer Sieg wird, weiterspielen. Im Normalfall macht man aber mit Kings
plus 7,5 bis 8,5 gar nichts falsch. Und schauen wir auch hier das Over-Under an. Ja, das tut mir in der Seele weh, wenn ich jetzt gegen Dallas setzen sollte. Und das Over-Under ist mit 215 Punkten, 216 Punkten eigentlich auch sehr attraktiv. Also hier überlegen wir uns dann auch noch eine konkretere Wette. Portland Trailblazers, die nächste Hiobsbotschaft. Nicht nur Nurkic, letzte Saison eine ultra harte Verletzung, die ihn jetzt immer noch pausieren lässt. Jetzt auch Rodney Hood hat sich die Achillessehne gerissen im Spiel gegen die Lakers. Und jetzt geht es weiter gegen die Oklahoma City Thunder. Die haben einen kuriosen Ausgleich für die Verlängerung geschafft. Wenn ihr da die Möglichkeit habt, das Spiel gegen die Minnesota Timberwolves nochmal anzuschauen. Sehr, sehr lustige Geschichte eigentlich. Ich fasse einmal schnell zusammen. Hier übrigens das erste Spiel der beiden ging deutlich für Portland aus. 136 zu 119. Also hier der Sieg der über die Timberwolves von den Thunder war so, dass Karl Anthony Towns hat Freiwürfe, trifft oder versemmelt den ersten, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Die Timberwolves machen dann einen Wechselfehler, dadurch gibt es nochmal ein technisches Foul, Freiwurf Oklahoma. Dann sind sie jetzt einen Punkt nur noch hinten. Bedeutet eigentlich, 2 Sekunden oder 1 Sekunde vor Schluss muss Towns nur noch einen Fehlwurf machen vom Freiwurf. Dann hat Oklahoma nicht mehr die nötige Zeit, um den Ausgleich zu machen. Aber obwohl er eigentlich verwerfen will, fällt der Ball trotzdem rein. Was passiert dann? Oklahoma keine Auszeit mehr. Steve Adams nimmt den Ball, macht so Footballpass auf Dennis Schröder, der den Buzzerbeater quasi zur Verlängerung macht. Also wer die Möglichkeit hat, nochmal unbedingt anschauen. Sehr, sehr kuriose und spannende Szene. Und das macht ja Basketball auch in den letzten Sekunden noch so attraktiv. Also die Trailblazers, die würden das in meiner Welt gewinnen, denn sie sind jetzt auch in den letzten Spielen deutlich besser geworden, haben zwar 4 Siege und 6 Niederlagen in den letzten 10, aber 3-2 in den letzten 5 und die Thunder auch mit 3-2, aber auswärts können sie da aus meiner Sicht nicht mithalten. Beide haben am gleichen Tag gespielt, also da hat keiner einen Vorteil. Letztes Spiel sind dann die Lakers gegen die Timberwolves. Hier finde ich die Quoten nicht interessant genug. Die LA Lakers mit einer bockstarken Saison haben bisher in der Saison noch nicht gegeneinander gespielt, die beiden Teams. Und es spricht eigentlich nicht wirklich was für die Timberwolves. 3 Niederlagen in Folge. Für die Lakers spricht, dass man spricht nicht die Quote. Also die Quote ist nicht interessant. Und wenn etwas hier Value hätte, dann für mich, wobei es hat eigentlich kein Value, deshalb gibt es hier, ich finde zumindest keinen, Timberwolves plus 9 oder so, plus 10, das ist schon nicht verkehrt. Allerdings habe ich mir dann auch hier die letzten Spiele angeschaut. Also wenn die Lakers gewinnen, dann haben sie doch schon deutlich gewonnen. Also gegen in Portland mit über 20, in Utah mit über 20 und ja, gegen Washington über 20, gegen Denver auswärts immer noch 9 Punkte, jetzt daheim gegen die Wolves. Also auch hier finde ich nichts. So, und damit haben wir schon die Spiele durch und ich komme damit zur Zusammenfassung. Alright, also erster Tipp, Brooklyn Nets, Denver Nuggets. Wir gehen hier von einem Sieg, einem einfachen Sieg der Nuggets aus. Die 1-7 reicht mir hier, minus 2,5 wäre dann, glaube ich, eine 1,9, kann man auch machen, aber einfacher Sieg passt. Kein Tipp gibt es von mir bei Hornets gegen Hawks. Bei 2 Gurkenteams lasse ich lieber die Finger davon. Die Heat gegen Bulls, glaube ich, fest auf einen Heat-Sieg, aber die Spreads sind für mich auf beiden Seiten nicht interessant genug. Aber wir kombinieren das mit einer reinen Risiko, mit einer reinen Favoriten-Kombi. Heat-Sieg und Clippers-Sieg wird zusammen kombiniert. Bei den 76ers gegen die Toronto Raptors habe ich über 210 Punkte für eine Quote von 1,91 und wir glauben auch daran, dass wenn Joel Embiid spielt, dass
die 76ers das nach Hause bringen, reicht mir hier auch die einfache Siegquote von 1,67. Bei den Dallas Mavericks gegen die Sacramento Kings gibt es keine Wette auf den Sieger. Persönlich finde ich auf Kings plus Handicap plus 8 plus 9 spannender als auf die Mavs zu gehen. Aber ich denke, dass auch hier Mavs-like viele Punkte fallen werden. Über 215 Punkte gibt eine 1,8. Das ist hier mein Tipp. Und bei den Portland Trailblazers glauben wir, dass die daheim mit ihrem Playoff Ich glaube, dass die Portland Trailblazers daheim gewinnen und auch hier reicht die 1,67-Quote. Damit heute die Tipps und das Video schon beendet. Diesmal immerhin unter 21 bzw. 22 Minuten. Neuer kleiner Rekord. Beim nächsten Mal hoffentlich unter 20. Seid so gut, lasst ein Like da. Und wenn ihr meine generellen Basketball-Tipps möchtet, dann schreibt mir doch einfach auf Telegram unter dem Namen Chris Custodian. Dann schreibe ich zurück und mal schauen, ob es was wird. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.